Canon-Digitalkameras bieten von Anfang an viele schöne Funktionen. Man kann einiges damit machen, jedoch ist der Funktionsumfang teilweise doch so gering. Deswegen gibt es das CHDK, vier Buchstaben, die für das Canon HEC Development Kit stehen. Damit ist es möglich, dass man mehr Funktionen für die eigene Kamera hat, ohne die aktuelle Firmware irgendwie zu verändern. Das Ganze ist eine Custom-Firmware, die wir erst einmal herunterladen müssen. Dazu suchen wir einfach nach CHDK und der erste Treffer führt uns zur Seite. Wie man hier lesen kann, ist das Ganze nur temporär, das heißt, es gibt keine dauerhafte Veränderung an der Firmware. Somit begrüßt uns beim nächsten Neustart die gewohnte alte Firmware. Natürlich kann man die CHDK je nach Belieben immer wieder aktivieren. Wir klicken nun auf Downloads und sehen hier die Übersichtsseite. Wenn wir ein wenig nach unten scrollen, kommen wir zur aktuellen Bildversion. In unserem Falle Version 1.2, die wir einfach anklicken. Nun haben wir eine richtig große Seite, wo alle PowerShot und Ixus Modelle, die unterstützt werden, aufgelistet sind. Es gibt einmal die Complete und die Small Version, wobei ich Complete immer lieber nutze, weil ich da mehr Funktionen habe. Nun scrollt man sich da ein wenig durch und sucht das jeweilige Modell, bei mir die Canon PowerShot SX200ES. Nun schaut man, hier gibt es zwei Firmware-Versionen, bei mir ist 1.00D am sinnvollsten, also zumindest funktioniert das besser als 1.00C. Wir downloaden das Ganze, schon abgeschlossen, sind ja nur 700 KB. Als nächstes öffnen wir den Downloads-Ordner und sehen die heruntergeladene Datei. In der ZIP-Datei finden wir die Handvoll Dateien, die wir jetzt benötigen, extrahieren diese heraus. Sind knapp 2 MB, die jetzt auf die SD-Karte müssen. So, hier haben wir nun die benötigten Dateien, sind ja nicht viele, und schließen jetzt einmal die SD-Karte an. Sie wurde jetzt vom System erkannt, wir öffnen jetzt einfach mal die Speicherkarte und sehen, wie gewohnt, den DSIM-Ordner. Sonst ist, wie in den meisten Fällen, nichts anderes auf der Speicherkarte drauf, weswegen wir die CHDK-Dateien auf den Ursprung von der Speicherkarte kopieren. Also in keinen Unterordner, sondern auf die Speicherkarte selbst. Nur so funktioniert das Ganze auch. Das Ganze dauert einen kleinen Augenblick. Und sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, was inzwischen der Fall ist, haben wir nun alle benötigten Dateien auf der Speicherkarte drauf und können diese nun auswerfen. Damit sind wir fertig und können an der Kamera weitermachen. So, hier sind wir jetzt nun an der Canon PowerShot SX200ES. Die jetzt nun beschriebene SD-Karte schieben wir jetzt in die Kamera hinein. Und dann kann der Spaß eigentlich schon anfangen. Ein Firmware-Upgrade wird immer nur über das Wiedergabenmenü gemacht, indem wir in die Wiedergabe gehen, klicken auf Menü und gehen auf den letzten Punkt im ersten Menü. Da gibt es ein Firmware-Update. Und hier wurde automatisch die neue Firmware-Version, in dem Fall als CHDK, erkannt. Hier begrüßt uns kurz der CHDK-Screen und CHDK ist geladen. Einige werden versuchen, über den On-Off-Knopf, wie hier dann, wieder in den Auslösemodus zu kommen. Jedoch beim erneuten Einschalten begrüßt uns nach wie vor die normale Oberfläche. Ein Druck auf den Alternativknopf, bei uns halt der Druckenknopf, führt dazu, dass nur gezoomt wird und kein Menü erscheint. Also machen wir denselben Spaß wie eben wieder, Firmware-Update 1.1.0.0, Augenblick warten und hier haben wir CHDK. In dem Fall drücken wir aber kurz auf den Auslöser und dadurch kommen wir wieder in den Auslösemodus, wo wir nun die erweiterten Anzeigen von CHDK vorfinden. Hier finden wir Uhrzeit, Batteriestatus und so weiter und über längeres Drücken auf den Druckenknopf kommt weiterhin der Zoom. Drücken wir kurz drauf, kommt aber hier unten das Alternativmenü. Klicken wir jetzt auf Menü, haben wir hier eine ganz große Auswahl an neuen Funktionen, die uns CHDK bietet. Das ist sehr umfangreich, also da kann man einige Videos mit verbringen, allein hier über die Fotooperationen. Man kann so viele Sachen einstellen, so viele Werte anpassen, wie es einem passt. Und dadurch kann man halt auch das ein oder andere schon vorher aus den Fotos und auch Videos herausholen. Weitere Funktion ist, dass wir in RAW aufnehmen können, das heißt, wir haben direkt digitale Negative. Interessant sind hier die Skripte, die wir aus einer Datei laden können, zwar werden Lua-Skripte unterstützt.
Und besonders interessant ist hierbei die Intervallaufnahme, auf die es jetzt hauptsächlich geht, weil ich ja ein Zeitraffer-Video gerne erstellen möchte mit dieser Kamera. Also laden wir intervall.lua, können jetzt hier unten einstellen, welchem Intervalltakt ausgelöst werden soll. Wir stellen das Ganze jetzt mal auf 5 Sekunden, um es mal zu testen. Eingestellt, auf zurückgegangen, das Menü beendet und jetzt sehen wir unten Intervallometer. Jetzt wieder mal nichts und Menü wieder eingestellt haben wir, da ist Intervallometer, wo vorher Default Script stand. Auf den Auslöser gedrückt und das Skript wird gestartet. Wir haben jetzt ein Foto aufgenommen und jetzt werden im 5-Sekunden-Takt Fotos gemacht. Sekunde 50 wurde ein Bild gemacht und Sekunde 55 wird wieder ein Foto gemacht und so weiter und so fort. Kurz auf den Auslöser gedrückt wird das Skript gestoppt. Ansonsten geht es immer wieder weiter. Zu bedenken ist aber auch in den Script-Settings, dass man Autostart immer auf Off stehen hat. Denn ich hatte das Problem, wenn es mal auf ansteht und man lädt CRDK erneut, fängt automatisch das Skript an zu arbeiten. Dann hat man teilweise doch Probleme, das Ganze wieder auszubekommen. Wir können auch Histogramme einblenden, wie man hier sehr gut sehen kann. Und so weiter. Also es gibt sehr viele Funktionen, die man einstellen kann. So viele Sachen zum Einblenden. Auch wieder Untereinstellungen. Also man hat einiges zu tun, bis man sich mal mit der Firmware auseinandergesetzt hat. Aber es macht immer wieder Spaß, damit zu arbeiten, besonders mit den Intervallaufnahmen oder halt auch um ein Negativ direkt, also ein RAW direkt aufzunehmen in DNG-Format. Ist eine sehr schöne Sache und macht immer wieder Spaß. Auch Video kann man die Qualität hier einstellen und so weiter. Also auch videotechnisch werden so einige Funktionen mehr möglich. So. Über Display kommen wir wieder zurück, mit Menü blenden wir immer das Menü ein und das Ganze gilt auch im Wiedergabenmodus. Da sehen wir jetzt die gemachten Bilder vom Intervall und können aber genauso gut auch hier über unsere Alternativtaste wieder in das CADK-Menü gehen. Drückt man nun wieder auf den Wiedergabeknopf, kommt man zurück, wie gewohnt, zum Fotomodus. Hier haben wir erneut das ganze Menü, aber weiterhin bleiben die Ursprungsfunktionen von der Canon-Firmware erhalten. Das heißt, wir können ja weiterhin ganz gewöhnlich einstellen, mit der Auflösung blitzen oder hier im gewöhnlichen Menü, wenn nicht die Alt-Taste gedrückt wurde und wir ins Alternativmenü, also von CHDK, gelangen. Oben sehen wir auch sehr schön den Batteriestand, die Uhrzeit, wie viele Megabyte noch frei sind. Zusatzfunktionen haben wir hier und bei einem Klick auf Display werden die Kennelemente ausgeblendet, aber CHDK bleibt weiterhin erhalten. Manchmal wackelt das Ganze ein bisschen oder zittert, wie wir hier sehen können, aber das ist normal, es ist halt eine Custom-Firmware und nicht alles fehlerfrei ist. Tun wir nun die Kamera wieder ausschalten und schalten diese erneut ein, sehen wir alles beim Alten. Die Firmware von Canon ist da, wir drücken kurz auf die Alternativtaste und uns begrüßt der Zoom, Digital Zoom. Also nichts Besonderes mehr. Gehen wir aber wieder in den Wiedergabenmodus, Menü, Firmware Update, haben wir wieder CHDK geladen. Wieder kurz auf den Auslöser drücken und wir haben CHDK auch im Fotomodus wieder dabei. Wir können nun wieder in die Skripte gehen. Wir sehen, die Werte wurden gespeichert. Das heißt, alles, was wir einstellen, wird gespeichert. Das ist sehr nützlich, wenn man Intervallaufnahmen machen möchte und hat das nun voreingestellt und muss nicht jedes Mal aufs Neue dann das Ganze laden. Fazit: CHDK bietet viele neue Funktionen, ist sehr umfangreich, verändert aber die Ursprungsfirmware nicht. Mit CHDK lassen sich schöne Sachen realisieren, wie zum Beispiel Intervallaufnahmen für Zeitraffer-Videos, wie ich eines im nächsten Video erstellen werde. Für mich eine klare Empfehlung.